Warum spielt eigentlich jeder Waluigi in Mario Kart 8 Deluxe? Ich meine, schaut euch den Typen mal an. Was soll an dem so besonders sein? Du hast doch selbst in deinem Video gesagt, dass Waluigi der beste Fahrer ist. Genau, aber wieso ist er eigentlich der beste Fahrer? Diese Frage beantworten wir im heutigen Video. Wenn wir genau wissen wollen, wieso Waluigi so krass ist und jeder Pro ihn spielen möchte, dann müssen wir uns an sich nur seine Stats anschauen. Und ich meine damit nicht die Stats, die sich im Spiel mit der Plus-Taste öffnen lassen, sondern diese Stats hier. Und dann sehen wir jede Menge Zahlen. Versuchen wir das Ganze mal ein wenig zu ordnen. Die ersten vier Zahlen lassen sich als Tempo-Stat zusammenfassen. Den gibt es ja auch regulär in Mario Kart im Stat-Menü. Aber wieso jetzt genau vier Zahlen? Muss ich jetzt da irgendwie den Durchschnitt berechnen oder so ein Scheiß? An sich nicht, denn jeder Wert steht sozusagen für einen anderen, nenne ich es mal, Untergrund. Ihr müsst es euch so vorstellen, in den älteren Mario Kart-Teilen gab es meistens immer nur den stinknormalen Boden als Untergrund. Allerdings kam in Mario Kart 7 zum Beispiel die Funktion ins Spiel, dass man auch unter Wasser fahren konnte. Und sobald man unter Wasser war, hat sich der Tempo-Stat geändert. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Bre-Waluigi. Und dann sehen wir, dass er als Tempo-Stat auf stinknormalen Boden einen Stat von 4,5 hat. Während allerdings sein Tempo-Stat im Wasser 4,75 beträgt. Allerdings wisst ihr sicherlich, dass Mario Kart ja auch fliegen kann, mit einem Gleiter. Und dafür stehen beim Waluigi sozusagen die 5 Punkte. Und zu guter Letzt gibt es ja noch Anti-Gravity, da hat Waluigi einen Stat von 4,25. Und das macht insgesamt einen Durchschnittstempo-Stat von 4,625. Also ist jeder Fahrer auf einem anderen Untergrund gut und Waluigi ist besonders gut in der Luft? Nein, denn die Änderung zwischen den einzelnen Untergründen ist bei jedem Fahrer gleich. So ist beispielsweise bei jedem Fahrer der Unterschied zwischen Wasser- und Lufttempo bei 0,25. Allerdings hat nicht jeder Fahrer die gleichen Tempo-Stats. So hat beispielsweise der Bruder von Waluigi Wario in jeder Kategorie ein 0,25 Punkte höheres Tempo. Ja Kollege, dann gib mir einfach Wario rüber. Wofür brauche ich denn jetzt Waluigi? Ganz ruhig Kollege, dafür müssen wir uns nämlich noch einen anderen Stat anschauen. Und zwar ist es der Mini-Turbo-Stat. Und wie ich schon immer sagte, der ist super, 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 super. Es reicht, glaube ich, wichtig. Und dort hat nämlich Waluigi einen um 0,25 Punkte höheren Stat, was ihn auf jeden Fall in der Hinsicht besser als seinen Bruder macht. Und wenn man dann noch alle anderen Stats miteinander vergleicht, dann sieht man zudem auch, dass Waluigi eine höhere Beschleunigung hat, dass Wario ein höheres Gewicht hat und beim Handling, was übrigens wie beim Tempo aus vier verschiedenen Stats besteht, aus den jeweiligen Untergründen, ist Waluigi auch wieder besser. Und beim letzten fehlenden Stat, der Haftung, was man übrigens nicht mit dem Gewicht verwechseln sollte, ist auch wieder Wario besser. So, und diesen Vergleich könnten wir theoretisch jetzt mit jedem einzelnen Fahrer machen, allerdings würde es im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass Waluigi von den Stats her die beste Mischung hat und deshalb so häufig gefahren wird. Sache geklärt, okay? Mike, ich sehe gerade in der Liste, dass hier zwei Fahrer genau die gleichen Stats haben wie Waluigi. Stimmt, du meinst Donkey Kong und Roy. Tatsächlich haben sie genau die gleichen Stats wie Waluigi. Und tatsächlich werden diese beiden Fahrer auch des häufigeren mal gefahren, allerdings wird Waluigi trotzdem noch wesentlich häufiger gefahren. Und ist auch nicht grundlos als übelste Schwitzer-Kombo bekannt. Viele haben dabei spekuliert, was es genau sein könnte. Ist seine Hitbox vielleicht irgendwie anders? Hat er vielleicht noch einen ultra versteckten Geheimstat? Oder haben sie alle nur Mitleid mit Waluigi, weil er nicht in Smash mit reingekommen ist? Tatsächlich keins von den einen, obwohl das letzte vielleicht. Vielmehr wird Waluigi aus dem theoretischen Grund gespielt, dass er einfach nicht so fett ist wie Roy oder Donkey Kong und man somit mehr von der Fahrbahn sieht. Es ist tatsächlich nicht wirklich viel, aber man sieht tatsächlich etwas mehr. Und wenn man tatsächlich die allerletzten 0,0001% rausholen möchte aus seiner Combo, dann darf dieser Vorteil natürlich auch nicht fehlen. Der zweite und eher praktische Grund ist, dass ihr weniger auffallt. Und das trifft tatsächlich nicht auf jede Runde zu. Aber stellt euch mal vor, ihr seid mit 11 Waluigis in einer Runde. Und ihr seid der Einzige, der einen anderen Fahrer hat. Dann seid ihr sozusagen das schwarze Schaf und fällt ziemlich krass auf. Und dadurch können Spieler, die es ohnehin schon auf euch abgesehen haben, euch noch leichter erkennen und angreifen. Und das sind sozusagen die zwei wahren Gründe, weshalb Waluigi bevorzugt wird gegenüber Donkey Kong und Roy. Und jetzt noch eine Frage an euch. Spielt ihr Waluigi oder habt ihr einen anderen Fahrer? Mein Lieblingsfahrer bleibt auf jeden Fall Yoshi, aber ich wechsle auch ab und zu mal meinen Fahrer. Und dann würde ich sagen, haben wir das Waluigi-Mysterium geklärt. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und haut rein!